Amen. Amen. On behalf of Living Hope International Church, we warmly welcome you in today's service. In name des Living Hope International, we wünschen euch herzlich willkommen. Yeah, but we're so thankful that you are here together with us to celebrate the goodness of the Lord. Aber wir sind dankbar, dass ihr alles hier seid, mit uns zu feiern, der großartige Herrn. As I said, we are Living Hope International Church. Als ich gesagt habe, wir sind der internationale lebendige Hoffnung. So this word, Living Hope International Church, comes from 1 Peter 1:3. Und unser Name kommt von der 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Amen. Amen. And it says, we have a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Und das ist besagt, dass wir eine lebendige Hoffnung durch Jesus Christus. We have a living hope. Amen. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Amen. Amen. And we have different kinds of flags here in front. Wir haben hier verschiedene Flagge. Because the word of God, it says, this is a house of prayer for all nationalities. Amen. Ich habe gesagt, wenn ihr das auch sehen, das ist ein Bethaus für alle Völker. Amen. So, we represent different nations who used to come in Living Hope International Church. Und das repräsentiert die verschiedenen Leute, das ist hier in unserer Gemeinde. And the good thing is that we are united as one. Und der Gut daran ist, dass wir sind einig. Yeah, whatever your color, believe that you are special in the sight of God. Und welche Farbe du hast, welche Rasse du kommst, glaube, dass du speziell bist in Gottes Augen. Amen. You are special in the sight of God. Du bist speziell in Gottes Augen. Amen. Amen. We can also worship the Lord even with our tithes and offering. Do you believe? Und wir können auch unsere Herren preisen durch unsere Zehntel und Offer. Because we believe that all perfect gift comes from God. Amen. Weil ich glaube, dass das perfekte Geschenk kommt vom Himmel, von unserem Gott. Believe that everything that you have comes from our loving Father. Glaube, dass was wir alles haben, kommt von unserem Vater im Himmel. And because of that, we have a grateful heart, we have a thankful heart to give what belongs to the Lord. Deswegen, wir haben auch ein dankbares Herz, um Gott weiterzugeben oder zurückgeben. Yeah, please open your Bible in the book of Matthew. Wenn ihr Bibel habt, dann öffne diese in Matthäus. Matthew chapter 13, from verse 31 to 32. Kapitel 13. Matthew chapter 13 from verse 31 to 32. Vers 31 bis 32. Okay. I'm going to read in English. He puts another parable before them, saying, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds. But when it has grown, it is a larger than all the garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nest in its branches. Amen. Matthäus 13, 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Sämtkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörner. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Amen. Amen. For the tithes and offering exhortation, I entitled The Power of a Mustard Seed. Ich habe diese Überschrift ein Kraft des Samen des Amen. Amen. I believe that our tithes and love offering are seeds that we planted in the kingdom of God. Ich glaube, dass unsere Zehntel und Opfer ist wie ein Samen von diesem Körner, das wir in der
Königreich des Herrn sehen. Like a mustard seed, it's me only a tiny portion. You know, a mustard seed, it's a very small, it's a tiny portion. Ich glaube, dass jeder von uns kennt diese Senfkörner. Und das ist eine ganz, ganz winzige Körner. Amen. Or our 10% offering, or our love offering. Unsere Zehntel und Opfern. But when we entrusted them to our Heavenly Father, aber wenn wir das an unseren Gottes im Himmel vertrauen, I believe they will grow. Ich glaube, er wird wachsen. Then, when they grow, weil they wachsen, they will become trees. Die werden wie in ein Baum. When they become trees, und wenn der Baum werden, they will produce exceptional fruits. Und die werden auch eine Frucht. And these haben. Fruits in our lives. Und diese Frucht in unsere Leben. Maybe it will form like God's blessing. Vielleicht wird es als Gottes Segen. Favor from God. Gunst von Gott. Provision. Provision. Healing. Heilung. Oder protection from all the evil harms. Oder Schutz vom von allen harm. Amen. Amen. So I believe that seed, ich glaube, dass diese Samen, that our tithes and offering that we give in the Father's house will never be in vain. Das wird nicht umsonst, unsere Zehntel und Opfer. Because there is a great reward. Weil das gibt eine großartige Belohnung. Amen. 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 And open your Bible in the book of Hebrews 11:1. This is all about faith. Und schlag auch eure Bibel in Hebrews 11:1. Das ist über Glauben. Amen. Amen. Praise God. Preist den Herrn. Hebrews chapter 11, verse 1, it says, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Es ist geschrieben, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Amen. So when we plant a seed, this mustard seed, so this tithes and offering that you plant in the house of God, mix it with faith. Was wir hier sehen, wie ein Senfkörner, wir müssen das mit unserem Glauben vermischen. Because as what we read, faith means being sure. You are confident of the things that you hope for. Und da seht ihr auch, dass wir müssen unseren Glauben daran auch einmischen. Knowing that something is real, even if we do not see it. Der Glauben ist das, dass wir nicht sehen, aber wir haben diese Zuversicht. Amen. Diese Amen. It's very nice, Zuversicht. This belief, this trust and confidence that God is able to provide for you when you give. Und das ist diese Zuversicht, dass Gott ist fähig. Amen. Amen. So just be a cheerful giver in the house of God. Wir müssen diese Freude, wenn wir geben. Amen. Amen. Because when we love the Lord, you know, God will never be a taker, but God is a generous God who always give and give on your behalf. Und wir müssen auch denken, dass wenn wir geben, wir haben ein Gott, das nicht ein Nehmer ist, sondern ein Geber. Amen. 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 Our God is a loving God. And I really love the Lord. It's very nice to love Him. I really love also the Lord. Our God is a liebes God. Amen. 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 Praise God. Preise den Herrn. So, when you have a mustard seed this afternoon, wenn du eine Senfkörner as a seed, when you have these tithes and offering to give in the Father's house, raise your hand and our usher will give you an envelope. Wenn du einen diesen Senfkörner hast, unserem Gott zu geben, zeichne deine Hand. Amen. Amen. Und unsere Hand. We believe that this seed will produce a great harvest. Und glaube, dass unsere diese Senfmuster, dass wir eine großartige Ernte kriegen. Amen. 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 Hallelujah. Let us pray for our tithes and offering.
Lass uns beten für unsere Zehntel und Opfer. Amen. When you have your envelope, just hold and believe, because we are going to pray. Dann, wenn du dein Umschlag hast, lass uns beten und glaube, that this seed will grow. Dass dieses Samen wird wachsen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja.